Hallo, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hansa Rostock Karriere Folge Nummer 11. Wir sind am Start. Gehen direkt mal rein. Wir haben ein Transferangebot für Karl Hahn. RC Anderlecht möchte den gerne für 13,2 Millionen verpflichten. Eigentlich möchte ich ihn nicht abgeben. So viel kann ich schon mal sagen, aber wenn der Preis stimmt, dann bin ich auch gerne bereit, den vielleicht doch abzugeben. So, Vincent Kompany ist da. Einstiegsangebot 13,2, das ist eindeutig zu wenig. Ich will, wenn dann, mindestens 25 Millionen für den Kollegen, weil der ist 18 Jahre alt und hat schon eine 75er Bewertung. Okay, erstes Angebot nimmt er nicht an. Vielleicht probieren wir es mal mit einem Spieler. Wer weiß, ob da vielleicht was Gutes da ist. Aber die sind halt alle jünger und schlechter von der Bewertung als unser guter Hahn. Und von dem her, ich bin mal gnädig und gehe auf 27,5 Millionen Runde. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht annehmen. Na, natürlich nicht. Ja, gut. Ich will ihn auch eigentlich nicht loswerden. Löhmanns Rüben wird wohl ablösefrei zum Ende der Saison gehen. Das ist völlig okay für mich. Gehen wir mal noch rein. Scout-Abschlussberichte zu Osterhage, Romano Schmid und Kade, Kate. Was auch immer. Romano Schmid wird wohl einer sein, den man sich holen kann, wenn wir denn in Liga 2 aufsteigen. Und die anderen zwei wahrscheinlich eher nicht. Ja, genau. Ich werde dann auch zum Mitte der Rückrunde mal noch gucken, was wir noch vielleicht brauchen können für dann eventuell einen möglichen Aufstieg. Mal schauen, was da noch so gehen wird. Dann gibt es jetzt gleich das Spiel gegen Kaiserslautern. Wichtiges Ding. Julian Riedl hat uns noch was zu sagen. Anscheinend ist die Mannschaft unzufrieden, weil im Moment irgendwie der Plan fehlt. Ich muss den Jungs wieder Glauben zurückgeben. Und das soll anscheinend durch neue Spieler funktionieren. Alles klar. Okay. Weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe gerade einen neuen Kollegen verpflichtet, deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz. So, wir gehen dann auch rein mit unserer Top-Aufstellung gegen Kaiserslautern, da muss jetzt unbedingt ein Sieg her. Sonst wird's kritisch. Hier Valakari, boah, der Name muss ich mir auch erstmal noch einprägen. Hat eine 64, hat mir ein bisschen mehr erhofft, aber irgendwo auch selber schuld, wenn man sich nicht genug Zeit lässt, die Spieler zu scouten. So, dann geht's los. Spiel gegen Kaiserslautern. Wichtiges Ding jetzt. So, auf geht's, Männer. Holt uns den Sieg. Wäre sehr wichtig, hier jetzt gegen Kaiserslautern zu punkten. Mit unserer Top-Aufstellung sollte das eigentlich was werden. Auf geht's, Männer, jawoll. Littka mit dem 1-0, ganz stark. Der hat bisher noch nicht so viele Tore gemacht, aber jetzt, wenn es um was geht, legt er anscheinend los. Das freut mich natürlich. Das freut mich sehr. Ich tue mich immer ganz schwer bei so einer 1-0-Führung. Da kann immer was passieren. Vielleicht noch vor der Pause ein zweites. Ah, schade. Ah, die haben Bock. Viele Chancen. Viele, viele Chancen.
die wir uns da bisher schon erspielt haben. Oh. Wichtig. 1-0 zur Pause. Jetzt bloß nicht reinchoken. Schnell das zweite machen. Auf geht's, Männer. Jawohl, da ist es. Bahn mit dem zweiten. Dann können wir jetzt auch mal einen Wechsel anpeilen. Peters darf jetzt mal ran. Engelhardt vorne rein. Holt uns den Sieg. Holt uns den Sieg. So, ich würde denen jetzt gerne noch ein bisschen Spielzeit geben, wenn der Ball jetzt in meinem Ausland würde. Aber ganz wichtig jetzt auf jeden Fall der Sieg. Der steht über allem. Oh. Da haben wir Glück gehabt. Da haben wir gerade Glück gehabt. Und ich glaube, wir gewinnen das Ding. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Es steht auch schon das nächste Spiel an. Gegen Zwickau. Ich gehe mal noch ein bisschen rein in die Rotation. Makanda darf mal spielen. Türpitz nehmen wir mit, falls es nicht laufen sollte. Esmel heute mal von Anfang an. Auch Engelhardt lasse ich mal spielen. Balakari. Direkt auch mal zu Beginn rein. So und sonst. Jawohl, ich bringe mal noch den Sprekelmeier, dass der auch mal ein bisschen Spielzeit bekommt. Ja, dann gehen wir so rein, würde ich sagen. Ah, der Hämmerich sieht nicht so topfit aus, deswegen kriegt der auch mal noch ein Päusle. Und sonst dürfte es eigentlich so passen. Dann gehen wir so rein ins nächste Spiel gegen den FSV Zwickau. Mal noch ganz schnell rein hier beim Lakari. Lakari heißt es so. Valakari heißt er. Dem geben wir jetzt mal noch im Entwicklungsplan was mit auf den Weg. Ich würde sagen, der ist halt schon sehr offensiv, dass er vielleicht ein bisschen in der Verteidigung noch dazu bekommt. Wäre auf jeden Fall wichtig. Ja, ansonsten, bei denen läuft es eigentlich allen ziemlich gut. Auch mit der Entwicklung. So, dann sind wir direkt da beim nächsten Spiel gegen Zwickau. Auch hier wieder wäre ein Sieg absolut wichtig. Die sind, glaube ich, 2 Punkte oder so vor uns. Deswegen muss hier jetzt auch unbedingt ein Sieg her. Die Aufstellung habe ich euch ja gerade gezeigt. Auf geht's, mir ein bisschen Rotation mal reingebracht. Auch für die... Ach, da steht es auch direkt 1-0. Wunderbar. Engelhardt. Dass wir hier einfach auch ein bisschen mehr zu... Direkt das 2-0 hinterher. Wunderbar. Dass wir hier auch ein bisschen Zufriedenheit haben. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie alle so unglücklich sind. Hier 2-0, wunderbar. Es gibt direkt das dritte hinterher. Ist ja mal stark. Hammer, jawohl. 3-0, schon nach 35 Minuten. Kann man sich nicht beschweren. Dann können wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen gelassener in die zweite Halbzeit reingehen. Engelhardt und rein, perfekt, das ist wunderbar. Engelhardt steht jetzt schon bei einer 10,0. Sau stark. Valakiri macht anscheinend auch ein richtig gutes Spiel in seinem ersten Einsatz. 8er Bewertung. Als zentraler Mittelfeldspieler ist stabil. Oh. Ich bring mal den Schärf für den Ambrosius. Der ist richtig fertig schon. Und ich habe keinen Bock, dass wir das hier noch irgendwie verlieren, nur weil unsere Mannschaft so schwach ist. Also,
keine Kraft mehr hat. Lieber noch ein Tor machen, Männer. Auf geht's. Lieber noch ein Tor machen, irgendwie. Puh. Oh je. Ach, das sieht gerade sehr eng aus. Ja, ein bisschen Zeit gewinnen, stark, Jungs. Jetzt kommen sie nochmal. Zwickau kommt nochmal. 86. 88. Starke macht nochmal ein Tor. Aber ich denke, das dürfte es jetzt auch gewesen sein. Jawohl. Wir gewinnen. Und Hahn macht sich direkt Sorgen. Digga, ich habe jetzt einmal eine Pause gegeben und er hat anscheinend direkt ein bisschen Angst. Keine Sorge. Du bist ein gesetzter Mann. Mach dir keinen Kopf. So, wir gehen mal wieder rein ins Teammanagement. Bringen wieder Bahn mit rein. Muss jetzt hier gucken, dass wir ausgeglichen spielen können. Neidhardt bekommt eine Pause, der ist tot. Dann bringe ich mal noch den Riedel wieder rein, ja. Ambrosius lassen wir noch mal. Valakari bedarf direkt auch mal wieder auf die Bank, okay, perfekt. Verhoek werde ich gleich noch mit reinhauen. Den brauchen wir. Ja, machen wir. So, jawohl. Gut. Auch Littka spielt wieder von Anfang an. Jetzt steht noch ein Spiel gegen Saarbrücken an. Ich lasse auch den Herzog mal von Anfang an spielen. Jetzt noch Spiel gegen Saarbrücken. Müsste eigentlich ein Pflichtsieg sein. Hoffe ich mal, denke ich mal. PK, Verhoek war zuletzt gut drauf, wird er nicht spielen. Rotation ist wichtig. Und das macht ihn auch glücklich. Bislang konnte sie niemand besiegen. Hoffen Sie, dass die Niederlage ist. Ohne Niederlagenserie weitergeht. Das wird so weitergehen, ich bin mir sicher. Genau. Und wir werden es weiterhin versuchen mit dem Aufstieg. Noch ist nichts rum. Wir haben noch 13 Spiele oder so. So. Spiel gegen Saarbrücken. Schnelle Simulation. Männer. Gibt es nochmal einen Sieg? Es gibt keinen Sieg. Ein 1-1. Ja, okay. Wir sind ungeschlagen. Seit 3 oder 4 Spielen ungeschlagen. Da sind wir zufrieden mit. Das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Wir haben 35 Punkte, sind 7. 8 hinterm 3. 7 hinterm 2. Es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. Jawohl, nächstes Spiel geht dann gegen Türkgücü München. Das gibt es dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, gebt gern den Abo-Button. Fair bleiben, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.